Das lag ja vorher auf dem Boden, das musste erst wieder an einem Band gestellt werden. Da der Künstler gleichzeitig das Kunstwerk ist. Wer das Abendmahl, das letzte Abendmahl hat. Ja, das sowieso. Ich meine, da müssen wir sowieso, glaube ich, noch drüber reden. Ja, wenn wir über das Kunst reden, dann muss man natürlich auch über viele, viele andere Dinge noch sprechen. Ich wollte nur sagen, das Entscheidende bei der Aktionskunst ist ja, und so war es jedenfalls, der Ausgangspunkt bei Beuys war ja nicht etwa das Theater oder das Schauspiel, sondern Ausgangspunkt war bei ihm die Frage nach dem Begriff der Plastik oder der Skulptur. Und Beuys hat sich sehr, sehr tief mit dieser Frage nach dem Begriff der Skulptur auseinandergesetzt. Das hat bei ihm ja tatsächlich bis in eine ganz tiefe Krise hineingeführt. Er hat vorher nur das Kreuz gemacht, das bekannte Kreuz in Büderich zum Beispiel, in den wunderbaren, in den Kühlern. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, wie diese Aktion zustande gekommen ist. Nämlich eigentlich, er sagte, ich kann nicht, wenn ich wissen will, wenn ich den Begriff der Plastik wirklich begreifen will, dann reicht es nicht aus, sozusagen die herkömmliche Definition von Plastik zu nehmen, also ein Gebilde, ein ordentlich körperliches Gebilde, das da steht. Sondern eigentlich ist dieser Begriff der Plastik viel, viel umfassender. Man muss zum Beispiel fragen, wie ist dieses Gebilde entstanden? Man muss also den Prozess mit in die Sache hineinnehmen und sogar noch einen Schritt vor dem Prozess, nämlich der Ausgangspunkt, der Ursprungspunkt, bei Beuys der Begriff der Wärme. Wie also überhaupt etwas entsteht und wie es dann in eine Bewegung kommt und dann an einem bestimmten Punkt zu einem Ergebnis kommt. Und das Ergebnis wäre dann der fixe Endpunkt. Und die Idee der Aktionskunst ist ja die, zu sagen, ich muss aus diesen fixierten Endstadien, unter denen man so eine Plastik versteht, muss ich wieder wegkommen in die Frage der Bewegung, des Prozesses. Ich muss sozusagen aus einem bestimmten extremen Todespunkt zurück ins Leben des Prozesses. Ich muss sozusagen aus einem bestimmten extremen Todespunkt zurück ins Leben. Also bei der Weg in ein bestimmtes Endpunkt. Aber das Kreuz ist ja nie Ende, sondern ist ja Halbzeit. Nicht? Danach kommt ja die Auferstehung. Oder man kann auch anders sagen, ohne Auferstehung wäre die ganze Kreuzigung gar nicht in dem Sinne gemeint gewesen. Da ist ein Wesen bis durch den Tod hineingegangen. Also auf die Erde gekommen, hat sich inkarniert, bis zum Tod. Und dieser Todesdurchgang war die Pforte in eine neue Möglichkeit, in eine höhere Möglichkeit von Leben. Die nennt man Auferstehung. Ich meine, jetzt mal nur als Bild, das sind ja ganz wichtige Dinge, über die man ein Leben lang auch nachdenken muss. Ne? Und insofern möchte ich gerne die Frage nach dem Kreuz nochmal auf diesen Punkt führen, nicht? Auf die Aktionskunst, wo die Aktion eigentlich der Versuch war, aus einer bereits schon statischen Idee von Plastik wieder zu kommen in das Bewegungselement, bis hin dann die Frage des Ursprungs. Ne? Also dem Wärmeprinzip, während das Kreuz das Kälteprinzip ist. Vielleicht soweit erstmal. Auf der anderen Seite sind für mich zunächst einfach unterwegs. Man könnte vielleicht sogar auch die Formen, die Bilder durcheinander mischen.
wir immer noch beim Weg durcheinander mischen und wir immer noch beim Weg. Und so, im zweiten Fall ist das Ziel geschlossen worden. Im zweiten Fall weiß ich, wo ich hin will, ob ich dahin komme oder ob zwischendurch Hindernisse sind, die die Sache, sagen wir mal, so umfassend machen, dass ich nachher im Labyrinth lande, ist eine andere Frage. Aber ich würde nicht sagen, das Ziel ist generell offen, sondern das Ziel ist ja zum Beispiel, wenn ich mich hier sitzen sehe, dann frage ich mich, was soll ich hier? Ne? Da habe ich doch ein bestimmtes Ziel. Ich bin eingeladen worden, um an einem Gespräch teilzunehmen. Und das muss ja für mich ein Ziel haben, ein Sinn. Damit meine ich nicht, dass ich irgendwo jetzt mal endlich angekommen werden muss. Aber ich muss mich doch, ich werde doch bestimmt. Das heißt, ich habe doch eine Bestimmung, etwas zu tun. Und diese Bestimmung ist noch einmal ganz generell doch die, dass man Mensch werden will. Das war ein ganz tolles Ziel. Mensch zu werden heißt doch, die Ausgangsposition, die man als Mensch auf die Welt kommt, und auch sozusagen zu erfüllen, dass am Ende da steht, ja, das bin ich geworden. Also das ist für mich ein ganz konkretes Ziel, was man übrigens sehr leicht auch versäumen kann. Also was man sehr leicht auch außer Acht lassen kann, und dann steht man nachher da. Also ich finde schon die Frage nach dem Ziel sehr wichtig, aber ich finde es nicht richtig, das hast du auch nicht gemeint, deswegen hast du mir gesagt, Ziel ist offen. Das Ziel kann man nicht so konkret fixieren. Entscheidend für die Kunst ist die Frage. Entscheidend für die Religion ist die Frage. Nicht die Antwort, nicht das Dogma, nicht sagen, dies existenziell oder jetzt von oben herab, sondern nur schlichtweg, dass ich diese Demut Vorgänger mache. Das wissen wir alle vom kleinen Meister und deswegen sind wir gar nicht so weit auseinander. Aber dass ich sage, bevor ich immer diese Zielfixiertheiten mache, das Ende, dass ich dort andere Perspektiven reinmache, Inspiration zum Beispiel. Oder eben Bewegung. Oder Wissen, und das ist das Großartige, weil ich habe ein Problem mit dem Kreuz, muss ich Ihnen ganz offen sagen. Und irgendwo, hier retten Sie das. Also es ist eine Bewegung, es ist damit eine Darstellung vom Kreuz, was etwas anderes ist. Zum Beispiel, ich habe, als ich dann noch einmal ein Frau Mann war, auf dem Weg wirklich fromm zu werden, da habe ich nur Spanisch gesprochen. Ich hatte so den Tick, da kann man nur Spanisch sprechen. Gut, ist okay. Und dann war La Señal de la Santa Cruz. Nur durch das Zeichen des Kreuzes kriegst du eine bestimmte Struktur. Da kommen wir aber jetzt wieder aufeinander, sodass ich den Weg. Lass mal Antwort gleich doch mal, aber ich sehe es eigentlich nicht so. Ich sehe es nur, so ein bisschen hört sich das an, wenn du so oft von Dogma sprichst. Davon kann ich gar keine Rede sein, dem, was ich meine. Von Dogma gerade nicht. Sondern Kunstwerk ist eine Antwort, was gerade, die gerade nicht dogmatisch ist, sondern die dich vor die Frage stellt nach einer viel größeren Dimension. Die du dir dann unter Umständen auch das erarbeiten musst. Ne? Also insofern sind das gar keine wirklichen Widersprüche jetzt, sondern eigentlich, das Kunstwerk ist eigentlich die Eröffnung einer neuen Möglichkeit, die du aber als solche vielleicht noch gar nicht begriffen hast. Ne? Insofern ist der Kunstbegriff der Begriff, den man noch nicht begriffen hat. Der noch nicht begriffene Begriff. Das ist für mich eigentlich mein Erlebnis, mein persönliches Erlebnis ist so. Und das ist auch meine ganz große Liebe zu uns, dass ich in ihr etwas eröffnet, was ich vorher noch nicht wüsste. Also, aber trotzdem, wenn du bei mir etwas trifft, von dem ich ganz genau weiß, das ist dein Ding. Also, ganz genau. Die Abzeichnung der schönen Diskussion über Ziel.
spielen. Und Weg hat jetzt, wenn ich das richtig ausführe, eine unscharfe Relation erfahren, der Begriff, der noch gar nicht da ist, der schneller als mich verfügt. Und da möchte ich doch mal auf die Nordrhein-Westfalen nochmal schauen, was gibt ja diese asiatische Formulierung, die wir alle kennen, der Weg ist das Ziel. Und da gibt es dann die europäische Verfassung. Das ist hier mit bei jedem Unsinn Tor und Tür. Ja, richtig. Aber das ist ja nicht so, dass man am Anfang was begreift, sondern man macht sich auf den Weg, um etwas zu begreifen. Aber da ist der Begriff ja bereits. Aber wie man es denn begreifen, wenn man es nicht begreifen kann? Ja, das ist ja gerade das Geheimnis. Warum wissen wir aber nicht, weil wir keinen Begriff haben, aber die ist gut. Insofern ist das doch Scharlatanerei in der tatsächlichen Arbeit. Nein, das weiß ich, das ist ja gar nicht nur, weil sie nicht gut haben. Augustinus sagt ja, ich interpretiere das mal mit allen Worten, der Weg ist gesprächiger als das Ziel. Das sagt eigentlich jeder hier am Tisch, denke ich mal. Also was ihr jetzt sagt, deswegen bin ich jetzt etwas aufgewühlt gewesen, weil ich jetzt dieses japanische oder asiatische, das ist so deutlich. Ich finde das ja sehr spannend, wenn der Ausstellung als auf ganz unterschiedlichen Parametern gibt. Also hier sind wir im Studio, da sind wir in the street, also Street im Studio als zwei. Also ich möchte es jetzt einfach mal so darstellen. Also der Meron ist auf der Straße unterwegs und beobachtet die Situation. Wo all die alten Lösungen nicht mehr funktionieren. Und wo man offenbar nochmal ganz runter muss, um nochmal ganz neu am Nullpunkt eine neue Bestimmung, neue Begriffe zu entwickeln.
Und das ist für mich eigentlich das Bild des Kreuzes, ehrlich gesagt. Und wo man offenbar nochmal ganz runter muss, um nochmal ganz neu am Nullpunkt eine neue Bestimmung, neue Begriffe zu entwickeln. Das ist für mich eigentlich das Bild des Kreuzes, ehrlich gesagt. Am Nullpunkt eine neue Bestimmung, neue Begriffe zu entwickeln. Das ist für mich eigentlich das Bild des Kreuzes. Thank you.